Herzlich willkommen zu diesem Replay of the Week mit dem Elite Soldier 972 und der Mäuschen. Heute steht dieses Ding einfach mal für sich selbst. Die Runde wird absoluter Killer. Die Zahlen sind absolut fantastisch und daher sollten wir da uns jetzt wirklich auf was freuen dürfen. Was schon mal so semi-optimal zumindest ist, ist, der Gegner hat eine Badget-Arty. Könnten das natürlich drei sein. Schöner wäre aber gar keine. Man wird gerne mit dem Mäuschen oder der Maus oder auch mit den japanischen Heavy Tanks gerne fokussiert. Mal schauen, was da in dieser Runde so passiert. Ob er da das gleiche Schicksal erleidet oder ob das funktioniert. Das werden wir einfach mal im Laufe der Runde dann gleich sehen. Erstmal ist natürlich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Langeweile angesagt, aber ein bisschen Bedächtigkeit. Denn erstmal muss das Mäuschen mit seinen nicht mal 20 km/h hier, oder gerade mal so 20 km/h, zum Gegner vorkommen. Und natürlich nimmt er jetzt hier nicht die Route irgendwie Richtung Süden oder hier auf den Hügel oder sonstiges, sondern er nimmt hier den ganz klassischen Heavy Spot ein. Jetzt hat er hier ein bisschen Spieler bei sich. Muss natürlich da aufpassen, dass man sich da jetzt nicht in die Quere kommt. Und da sieht man, da ist doch ein bisschen was los. Kernerborn bekommt sofort die erste Begrüßungswatschen. Sehr gut, da Kernerborn schön weggemacht. Also hier hat er jetzt gerade noch nicht so wirklich viel Probleme gehabt, muss man gestehen. Auto-Aim, zack, auf den Type drauf. Easy peasy. Und da kriegt der Type nochmal eine ab. Und wir sehen schon, der Gegner hat massivste Probleme mit ihm und seiner Panzerung. So ein leichter Schuss, wollte gerade sagen, wenn er den auch absetzt, dann passiert genau das, was dann eben passiert ist, dann kommt der Bounce. Also er kann ja wirklich sehr schön wirken, schon 3000 Damage angebracht und der Gegner verzweifelt langsam, sieht man immer ganz gut, wenn ein Panzer, der auf einmal plötzlich mit HE schießt, dem es gar nicht so gut steht. So der Jagdtiger ist zum Beispiel so einer. Die 11 Schaden, die sind jetzt nicht wirklich dramatisch. Der Type, der macht es natürlich jetzt mit Premium-Munition klar, logisch. Aber der Jagdtiger, das würde Ewigkeiten dauern. Aber die Arti, die wird unangenehmer. Natürlich durch den Jagdtiger ist er jetzt dauertrackt. Das ist schon ein bisschen doof für ihn jetzt. Ich glaube, der Jagdtiger hat wahrscheinlich keinen. Doch, er hat doch noch. Ich wollte gerade sagen, der hat kein HE mehr, aber doch, er hat noch. Er hat definitiv noch. Also scheinbar ist es ein HE-Jagdtiger. 3 zu 7 aktueller Stand. Da ist noch einiges Arbeit vor ihm. 3 zu 8. Und der HE. Oh, jetzt. Oh, er ist wieder auf AP gewechselt. Wir haben wieder einen AP-Jagdtiger. Wieder funktionstüchtig. Los geht's.
So, jetzt geht er hier. Ja. Da hat er den immer noch drin gehabt. Diesmal aber jetzt ohne Probleme den dann weg. Und die Arti bleibt weiterhin auf ihn drauf. Das sieht man schon. Die Arti weiß ganz genau, wo sozusagen die Baustelle ist. So, auf den T-54 kommt er knapp nicht drauf. Der ist ein bisschen unterhalb, aber jetzt kommt er vorgefahren. Ja, das war natürlich doof vom T-54. Da wollte er unbedingt der alte Gierlappen hier den Gegner holen. Ja, und es wird natürlich bestraft. Klar. So, jetzt E-75. Und auch die Arti bleibt weiterhin auf ihm drauf. Aber die 4K-Damage-Marke, die hat er jetzt geknackt. Und der Jagdtiger, der versucht es weiter. Denkt sich jetzt endlich, bitte komm, einmal ein Damage. Hab schon eh keine HE mehr. Ist ihm egal. Ja. Und da ist auch jetzt der E-75 weg. 6 zu 10. 3 Kills hat er. Einiges ist er noch am Leben. So, jetzt der T-32. Der Jagdtiger schießt ihn jetzt ins Heck. Da muss er jetzt aufpassen. Aber selbst da verzweifelt der Jagdtiger praktisch. Unfassbar. So, jetzt aber seitlich. Der Jagdtiger kommt da jetzt durch. Und jetzt hat er natürlich ein massives Problem. Vorsicht, der T-95 und hinter ihm der Jagdtiger, der die ganze Zeit auf ihn drauf bleibt. Also jetzt muss er sich da irgendwo retten, weil der Jagdtiger natürlich jetzt in seiner Schussfrequenz unfassbar, ich will jetzt nicht sagen ekelhaft ist, aber doch, also es ist definitiv gerade ekelhaft für ihn da zu agieren. Jetzt bounced er wieder ein bisschen, weil jetzt hat er wieder leicht angeschrägt sozusagen. Der T-95 wird jetzt beschossen von seinem Team, also so viel ist er ja nicht mehr, der S1 wird es wahrscheinlich gewesen sein. Oder auch die Arti. Da hat die Arti gerade reingehalten. Also jetzt sind da alle Leute auf ihm drauf. So, und jetzt will er sich hier vielleicht mal am Jagdtiger rächen. Aber der steht natürlich ausnahmsweise so, dass er halt nicht drauf schießen kann. Auf der anderen Seite wiederum gut für ihn. Denn so kann er wiederum vielleicht nochmal draufballen. Arti offen. Sehr gut. Sehr schnell. Sehr wichtig. Weg damit. So, der Defender kommt jetzt hier rum. Aber da hat er den gerade wahrgenommen und zack, aus die Maus. Oder aus das Mäuschen. Muss man, naja, in dem Fall eben nicht. Hat das auf jeden Fall gemacht. Sagen wir es mal, wie es ist. So, T28 Prot hat hier nur Augen für ihn gerade. Aber auch der bekommt sofort seine Watschen ab. Oh, nochmal eine. Und 9 zu 12 steht es aktuell. 5 Kills hat er. Der nächste wäre dann sein Krieger. Den will er sich natürlich noch gönnen. Oh, oh, oh. Den muss er wegmachen. Da kommt er jetzt nicht drauf. Aber der zieht sich nochmal zurück. Das ist sein Glück. Damit hat er wieder oben die Kuppel bekommen. Und da konnte er dann einfach draufheizen. So, jetzt ist noch die Arti und er am Start. Er hat zumindest mal seinen Krieger klar gemacht. Es sind noch 5 Panzer vorhanden. Also das heißt, er hat noch ordentlich Arbeit vor sich. So, jetzt probiert hier der IS-6 auch mal sein Glück. Aber auch der keine Chance. So, der Jagdtiger, da hat er eine persönliche Rechnung gemacht. Da ist noch was zwischen, noch was Persönliches zwischen den beiden. Er hat sofort seine Kette repariert, dass er ja gar nicht erst Probleme bekommt. Die Arti hat ihn auch noch einmal unterstützen können, bevor die Arti weggenommen worden ist. So, IS-6, jetzt fangt er auch schon mit HE-Schießen an. Also jeder weiß jetzt genau, Mäuschen, das ist die Aufgabe, die es zu bezwingen gilt. Und die kann man mit HE zumindest auf jeden Fall lösen. Man darf jetzt nicht vergessen, die letzte Stelle vom IS-6, 153 HE-Schaden, ist nicht ganz so schlecht. Aber jetzt probiert es mit Premium. Und Premium vom IS-6 ist jetzt zwar nicht verkehrt, aber das Mäuschen, darüber lacht es ja so wenig. So, der Brot kommt seitlich ins Bild gefahren und denkt sich, Ibims. Der Brot, watten datten. Und die Maus sagt, oder das Mäuschen sagt, Ibims, Fong Damage her. Okay, der war schlecht. Ich wollte mal ein bisschen was für die Jugend einbauen. Sorry, ich lasse es auch schon wieder sein. 9. Kill auf jeden Fall. Radley wollte das schon mehr als safe. Jetzt geht's hier um die Pool. So, er wackelt hier so ein bisschen. Will hier aus der Hüfte schießen.
Da probiert das aufs Dach, aber naja, da kommt er dann doch nicht durch. So, jetzt kommt hier dran. Ich weiß nicht, was der IS-6 plötzlich macht. Hat er irgendwie eine... Ist der in Erfurt gerade erstarrt? Ist der AFK? Plötzlich hat der IS-6 irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock mehr. Der denkt sich, ach, scheiß drauf, Mäuschen. Mach doch den Scheiß selber. Ich bin raus. 10. Kill, Pool. Bam. So. VK steht noch. VK ist ja jetzt auch nicht so der ganz schlechte Panzer. Von der Architektur der Panzerung her. Dementsprechend hat er noch ein bisschen was vor sich. Er hat noch 590 Hitpoints. Keine Ahnung, was der VK noch am Start hat. Und jetzt fährt er auch da suchen nach dem VK. Also wahnsinnig gut bisher mit 5500 Blocking und 8358 gemacht. Kein Auftrag vorhanden, also von dem her wird er sich entweder schon entspannt zurücklegen, weil er schon alles hinter sich gebracht hat, oder ärgern, weil hier in der Runde hätte er noch die ein oder andere Mission sehr gut nach Hause bringen können. Das ist jetzt natürlich der Nachteil, wenn man zwei Panzer am Ende der Runde hat und beide jetzt nicht unbedingt als die Speedy Gonzales Panzer von World of Tanks bekannt sind. Aber ich denke mal, das wird ihn jetzt nicht großartig stören. Der will das Ding nur noch nach Hause bringen. Langsam wird es zur Geduldsprobe. Vielleicht endet auch die Runde ja mit einem Draw. Wäre auch mal was Neues für das Replay of the Week. So ein abruptes, komplett kurioses Ende. Geile Runde gesehen, aber ein Draw hatten wir auch noch nicht. So, und wer von euch hat jetzt gerade unten nochmal in die Leiste geschaut und hat geguckt, wie lange das Video noch geht? Vielleicht ja doch ein Draw, vielleicht nicht. So, da ist aber der VK und jetzt geht's auf den Showdown zu. Gott sei Dank, er hat den VK direkt durchschlagen mit 504 Schaden. Der VK selber hat es nicht geschafft. So, jetzt geht er für den Turm und da hat er natürlich mit seiner Premium-Munition nicht mal Probleme dazu durchschlagen. Denn da macht er 311 Durchschlag damit. 311 Schaden wäre vielleicht ein bisschen merkwürdig wenig. So, und jetzt müsste er noch einen einzigen anbringen und dann hätte die Runde nach Hause geholt und das ist dann definitiv und ohne Wenn und Aber für mich eins der verdientesten Replay of the Weeks, denn so allein wie er jetzt am Ende dastand und was er hier für tun musste, das verdient es auf jeden Fall gewürdigt zu werden. So, jetzt hat es der VK nochmal einmal mit HE probiert, aber das hat nicht gereicht, beziehungsweise für ihn war es egal, denn er hat seine 11 Kills geholt mit 9.721 Schaden, 6.430 geblockt, 13 Panzer Schaden angebracht und 11 Panzer dabei zerstört und dabei 2.088 XP eingefahren. Für mich ein monstergeiles Replay of the Week und ich hoffe, ihr hattet auch ebenfalls euren Spaß. Ich wünsche euch weiterhin viele geile Runden. Und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.